Hai vs. Orca. Haie sind die Dämonen der Ozeane, die wir durch die Filme unserer Kindheit kennen. Sicherlich sind Tigerhaie, große weiße Haie und Bullenhaie absolute Maschinen, die uns alle wie nichts zerfetzen können. Aber sie haben das Problem, dass sie leider in die gleichen Gewässer gefallen sind wie die Orcas. Mit ihrem bis zu 6 Tonnen Körpergewicht, 8 Metern Länge und einer verrückten Schwimmgeschwindigkeit von 56 Kilometer pro Stunde wirken sie im Gegensatz zu Affen bzw. Primaten uns Menschen keineswegs ähnlich. Ich möchte aber behaupten, dass der Orca mit seinem Psychopathenverhalten und seinem Blutdurst, der keine Gnade für irgendein anderes Tier im Ozean hat, bis hin zu dem Punkt, dass er alle anderen Meereslebewesen nur als kleine Opfer betrachtet, die er zu Tode foltern will, ohne sie überhaupt hinterher essen zu wollen, wohl gewissermaßen mit uns Menschen verwandt zu sein scheint. Wenn die Orcas Haie verprügeln, sagen sie sich wahrscheinlich, warum denken bitte die Menschen, dass Haie die brutalsten Gangster der Meere sind? Ich werde ihnen zeigen, wer die wahren OGs im Wasser sind. Am liebsten essen Orcas Haileber, weshalb sie die Haie gerne töten, ihnen die Leber rausreißen, weil diese für sie eine Delikatesse ist. Sie essen und so sehr auf den Rest des Körpers scheißen, dass sie diesen einfach auf den Meeresboden sinken lassen.